Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man bei Blau seinen Handyvertrag kündigen kann. Aus dem Grund habe ich mich hier schon mal auf blau.de in meinen Account eingewählt mit meiner Telefonnummer und meinem Passwort. Ja, und wenn ihr jetzt hier drin seid, dann könnt ihr auch schon recht schnell kündigen. Ihr braucht gar nicht hier rechts irgendwo rumsuchen, da werdet ihr ohnehin nicht richtig fündig werden. Der Weg führt uns direkt nach ganz unten auf die Internetseite und dort haben wir den Punkt Vertrag kündigen und da klicken wir jetzt einmal drauf und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, euren Kündigungswunsch einzugeben. Das heißt, ihr füllt erst einmal komplett eure Adressdaten und hier in dem Fall eure Kundennummer aus. Vertragsinhaber, hier ist einmal noch kurz die Beschreibung, falls man nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Und wenn ihr das ausgefüllt habt, E-Mail-Adresse eingeben und bestätigen. Und dann müsst ihr hier noch angeben, was geändert werden soll. In meinem Fall wäre es zum Beispiel ein Laufzeitvertrag, der 24 Monate lief. Dann muss ich hier in dem Fall noch meine Mobilfunknummer angeben, die ich kündigen möchte. Es könnte ja auch sein, dass ich vielleicht zwei oder drei Verträge hier habe. Und dann ist noch wichtig, die Art der Kündigung richtig auszuwählen. Ordentlich, das heißt fristgerecht, mit Ablauf der Vertragslaufzeit möchte ich, dass der Vertrag gekündigt wird. Außerordentlich wäre zum Beispiel, wenn gewisse Leistungen von blau.de, die vertragsseitig abgedeckt sein sollten, nicht erfüllt worden, dann habe ich die Möglichkeit, das außerordentlich zu machen. Dann muss ich hier aber auch noch einen Grund angeben oder halt zum Beispiel, es sind äußere Umstände, ja, Sterbefall etc. Dann müsst ihr das angeben. In meinem Fall ordentliche Kündigung, das denke ich, wird auch in den meisten Fällen so sein. Und jetzt habt ihr dann die Möglichkeit, wann ihr kündigen wollt, zum nächsten Möglichen, ist denke ich hier mal besser, aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier noch anzuklicken und einen Kündigungszeitpunkt zu wählen. Ja, wenn ihr das Ganze ausgefüllt habt, dann geht ihr auf Jetzt kündigen und ihr behaltet dann eine E-Mail-Bestätigung von blau.de, zu wann euer Vertrag gekündigt wird. So einfach funktioniert es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allem auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.